Schön. Servus, Leute. Da sind wir mit Pokémon Rubin. Und zwar die Neuauflage. Wenn ich mich irre, ist es Omega Rubin? Ich denke schon. Ich werde es gleich sehen. Oh, ich habe gar nicht erst geschaut. Ich habe sofort, als es angekommen ist, habe ich sofort ausgepackt. Sofort aus dem Kasten rausgeholt. Sofort in meinen 3DS reingesteckt und sofort angefangen aufzunehmen. Ich weiß nicht mal, wie die Edition richtig heißt. Oh ja, das sind sie. Ah, oh, die neuen Mega-Entwicklungen der Starter. Freue ich mich jetzt schon. Troy. So viel Spoiler! Oder auch nicht. Da es eine Neuauflage ist und ich natürlich alle Pokémon soweit schon gespielt habe, weiß ich ganz genau, worauf ich mich hier einlasse. Gut, dann stürzen wir uns sofort ins Geschehen. Ah, es wird so awesome. Das habe ich wieder nicht aufgepasst. Oh, was? Was? Was ist das denn? Okay, ja, du entschuldigst dich jetzt gerade dafür, dass ich warten musste, aber eigentlich möchte ich eher eine Entschuldigung für die Grafik haben. Nein, also, keine Sorge, ich habe schon im Vorfeld von jemandem gehört, dass, wenn man das Neue, die Neuauflage anfängt, dass es dann mit dieser falschen Grafik losgeht. Ich weiß auch nicht, warum. Es wird irgend so eine Style-Entscheidung von Nintendo gewesen sein. Okay, die Wesen in unserer Welt nennen wir Pokémon. Ja, stell dir vor. Was? Nice. Ach ja, der Van. Ah, verstehe, okay. Und die Person, die im Van ist, die hat sich das Ganze angeschaut. Ah, das ist cool. Das ist ja wie in den Pokémon-Folgen. Nice. Ja, okay, es ist mir schon klar, dass wir manchmal Kämpfe mit ihnen austragen, mit den Pokémon. Dafür sind sie mehr oder minder da. Also mein Ziel in diesem Pokémon-Let's Play wird es auf jeden Fall, nach Möglichkeit der beste Trainer zu werden und nicht den Pokédex voll zu kriegen. Das möchte ich nur an der Stelle schon mal gesagt haben. Ja, so viel zu dir. Okay, ich habe die Hälfte gar nicht erst gelesen, weil ich weiß ganz genau, dass der Professor immer nur denselben Quatsch sagt. Hier gibt es Pokémon, mit denen kann man kämpfen oder man kann sie studieren und blablub. Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn das der Professor schon nicht weiß, dann ist es für mich natürlich besonders schwierig, das zu entscheiden. Ah, Gott. Ja, also Maike zu spielen wäre schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch die Pokémon-Serie früher immer gesehen habe. Und Maike eigentlich ziemlich gern mochte. Aber Brix ist auch nicht schlecht. Ach Gott. Ja, nein. Also ich will ein Kämpfer werden, ich will die Pokémon nicht sammeln. Und, grundsätzlich, ich meine, es ist zwar ein bisschen sexistisch jetzt, aber als Junge kommt man da, glaube ich, besser voran. So. Mal abgesehen davon, dass es in Pokémon-Spielen überhaupt keine Rolle spielt, was du bist oder auch nicht. Oh. Genau. Ups, sag mal, was schreibe ich denn da die ganze Zeit? Früher konnte man nicht so lange Namen eingeben, deswegen bin ich noch daran gewohnt, dass ich meinen Namen abkürzen muss in Pokémon. Na komm. So, ich habe keinen Stift draußen, deswegen muss ich das mit den Fingern eintippen, was der Zuschauer jetzt nicht sieht und... Also, was ihr jetzt nicht seht, aber, ja. Okay, auch null Groß- und Kleinschreibung beachtet, nicht wahr? Weißt du was, das machen wir nochmal. Ja, ich bin ein Junge und dieses Mal beachte ich die große Kleinschreibung, weil es macht mir doch mehr Spaß, meinen Namen korrekt zu sehen. So. Oh, schon wieder eins zu viel gemacht. Na, sage mal. Nicht vertippen. Oh, Alter, Legasthenie, hey. Nicht, dass ich sie hätte oder wüsste, wie schlimm das ist, aber... manchmal fühle ich mich so, als ob ich sie hätte. So. Ja, stell dir vor, ich heiße Black Laser. Jetzt hast du es auch schon gemerkt. Weißt, erstmal die Kinder voll quatschen und dann erstmal nachfragen, welches Geschlecht sie haben und dann erst nach dem Namen fragen. Was? Oh. Ach, jetzt erinnert er sich. Okay. Mhm. Cool. Alzheimer. Ganz schlimme Sache. Der in meinem Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Ja, stell dir vor, Wurzelheim. Richtig, ich vergaß. Die Städte haben diese lustigen Namen. So.
Ja, klar bin ich bereit. Gott, ich war schon bereit, als ich geboren wurde. Los, lass mich raus. Alter, erst mal 3 Minuten lang die Tür aufmachen, ne? Oh, ja. Oh, yeah. Ah, oh, die Musik war aber auch klasse. So. Das war eine lange Überblendung. Die werde ich aber im Video, werde ich die kürzen, ganz bestimmt. Puh. Cool. Erstmal raushüpfen. Das ist eine nette Perspektive, so wie es ist. Bleibt das so? Ich mochte nämlich eigentlich die Vogelperspektive von Pokémon ziemlich gut. Ziemlich gern. Ah ja, okay, da haben wir sie wieder, die Vogelperspektive. Und da wieder nicht. So interessant. Wir werden sehen. Da bist du ja, Schatz. Hm? Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Aber jetzt bist du ja endlich da. Ja, jetzt bin ich da. Stell dir vor, also... Wir hatten eigentlich den Umzugswagen gefahren. Wahrscheinlich eine Umzugsfirma, aber keine Ahnung, also... Also ich würde meinen Sohn da nicht mitfahren lassen, wenn ich einen hätte. Außer ich würde die Umzugsleute kennen. Oh ja, mein eigenes Zimmer. Das wird mir nicht viel bringen, denn ich will ja auf ein Pokémon-Abenteuer gehen. Und in der Welt von Pokémon gehen alle Jungs und Mädels in meinem Alter auf ein Pokémon-Abenteuer. Also, wofür mein Zimmer? Also, nette Geste, Mutter, aber... So. Ja, ist schon klar. Die Machomai, die sind die Sklavenarbeiter in der Pokémon-Welt. Das ist typisch. Mhm. Ja. Komm, bedank dich nicht bei den Sklaven. Lass sie mal schön weiterlaufen. Ja, ist gut. Macho, Sklave. Ja, okay, ich werde mir mein Zimmer anschauen. Das erste, was ich jetzt aber mache, ist die Textgeschwindigkeit zu erhöhen, weil mir die Controls ein bisschen zu langsam sind, so wie sie sind. Das werde ich allerdings rausschneiden zum größten Teil. Okay, jetzt haben wir das auch geschafft. Dann schauen wir uns jetzt unser Zimmer an, wie wir es unserer Mutter versprochen haben. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal in-game die Uhr einstellen. Stimmt, das war ja auch in diesem Spiel, glaube ich, das erste Mal so ziemlich so, oder? Oh, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, es müsste in der Vorgeneration das erste Mal so gewesen sein. Ah, cool, hier stellt sich die Uhr von alleine ein. Das ist natürlich besser. So. Mhm. Also ich hatte noch keine Zeit, mein Zimmer anzuschauen. Ich habe bis jetzt nur auf die Uhr geklickt. Oh, awesome. War das die Generation, in der man sein Zimmer dekorieren konnte? Oder war das... Nee, das war auch schon Gold und Silber. Okay, die Kisten, die kann man nicht anschauen. Okay, was mal hier? Eine Wii U. Natürlich immer die geilste Schleichwerbung. Pokémon hat immer diese unglaubliche Konsolenschleichwerbung. Aber mein Gott, sie sind Nintendo, also warum nicht? Aber selbst eine Wii U passt also. Man könnte auch auf Realismus spekulieren. Gerade in Japan, wo dieses Spiel ja wahrscheinlich am häufigsten verkauft wird. So, okay, das war erstmal mein Zimmer. Da gibt es ja nicht viel zu sehen, muss man schon mal sagen. Okay, was ist denn nun schon wieder? Musik. Achso, Nachrichten aus Blütenberg City, okay. Ah ja, mein Vater ist im Fernsehen. Mhm, Reportagen über die Arena. Kann es etwa sein, dass mein Vater ein Arena-Kämpfer ist? es ist halt sehr viel Nostalgie für mich mit diesem Spiel verbunden, weil ich das Spiel halt schon kenne. Ich will jetzt keinen spoilern, deswegen sage ich jetzt mal nicht, was daran so lustig war, aber die Leute, die die alte Version gespielt haben, die werden schon verstehen, worum es geht hier. So. Aha. Professor Birk, ja. Okay. Warte mal, habe ich nicht vorher mit dem gesprochen? War das nur eine Stimme in meinem Kopf? Existiert diese Welt überhaupt? Meta? Okay. Er wohnt gleich nebenan. Er wohnt gleich nebenan, hat aber schon mit mir im Van gesprochen. Das hört sich irgendwie gruselig an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also entweder ist in der Story bereits ein Riesenfehler. Das passiert, wenn sie etwas in der Matrix ändern. Oder, Professor Kindermissbraucher hier. Oh, der ist ja doch nirgends zu finden.
Du willst zu Professor Birk? Nein, eigentlich nicht. Wie ich gerade festgestellt habe, handelt es sich hierbei um Professor Kindermissbrauch. Und da habe ich keinen Bock drauf, aber es muss wohl. Es muss, das muss. Wir müssen stark sein. Okay. Feldstudien. Oh, wow. Okay. Das ist, wenn man ein bestimmtes Phänomen in der Natur, im Labor erforscht. Ich weiß, was eine Feldstudie ist. Ich bin 12, nicht 2. Idiot. okay. Wie für ihn ist praktische Erfahrung mehr wert als Theorie? Okay, also nicht der Schlauste. Nein, Schwan. Deshalb zieht es ihn immer wieder nach draußen. Ich nehme an, er forscht wie gewöhnlich auf Route 101, direkt hinter der Stadt. Okay, dann wollen wir da mal hinrennen. Erstmal komplett ohne Pokémon ins hohe Gras. Wird schon fein sein, also ich... Keine Ahnung, ne? Huch! Solange du kein Pokémon hast, das ist da hinten zu gefährlich für dich. Oh! Ja, aber wenn der Professor auf Route 101 forscht, dann muss ich jetzt doch mal dumm fragen, was ich machen soll. Ich gehe einfach mal in irgendein fremdes Haus. Hallo? Wer bist du denn? Ach ja? Mhm. Okay, ich habe dir zwar nicht geantwortet, aber offensichtlich bin ich berühmt, also man kennt meinen Namen bereits. Ja, ja, richtig. Mhm. Eine Tochter. Mhm, yeah. Booty. Sie freut sich schon darauf, dich kennenzulernen. Tut sie das? Interessant, also... Wenn die Mutter des Haushalts noch nicht mal wusste, dass ich hier bin... Aber die Tochter des Haushalts bereits weiß, dass ich komme, dann bin ich wohl wirklich ein berühmter Star. Ich muss sowas wie ein Rockstar sein oder sowas. Oben in ihrem Zimmer, hm? Hm, das ist ein guter Ort. Oh ja, ich hoffe auch, dass wir gute Freunde werden. Oh yeah. Aha. Hallöle! Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Ja, ich bin einer der schlimmen Leute, die noch Items sagen. Viele andere mögen das als in der richtigen Sprache als Items kennen. Bitte verzeiht mir das, aber es wird so bleiben. gut, natürlich, wenn ihr euch kräftig beschwert, vielleicht ändere ich dann meine Meinung, mal sehen. Verstaut. Fehlt noch was? Ja klar, du hast dein Dildo vergessen. Was? Wer bist du denn? Was? Du kennst mich nicht? Was für eine Scheiße? Ich dachte, du wolltest mich kennenlernen, was? Verdammt. Okay, die Rockstar-Theorie können wir nun wieder komplett, warum schließt sie ihre Augen so seltsam, während ich ihr von mir erzähle? Widerliche Schlampe. Nein, sie hat irgendwelche komischen Fantasien wahrscheinlich. okay. Ja, ich bin... Ja, stell dir vor. Hast du meine Gedanken gerade gelesen oder was ist los mit dir? Ja, ja, wir sind hergezogen. Wow, das ist mal ein Lächeln. Bisschen zu breit, aber ist okay. Mein Traum ist es, mit Pokémon aus der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Was Papa, meine Professor Birk mir erzählt hat, dass du hierher ziehst. Ach so, du bist die Tochter von Professor Birk? War das auch im Anime so? Möglicherweise. Nun ja, ich hatte gehofft, dass du nett bist und dass wir Freunde werden können. Ja, ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher, da ich dich jetzt sehe. Übrigens, du hast einen furchtbar dämlichen Gesichtsausdruck. Ach, was rede ich denn da schon wieder? Und das bei unserem allerersten Gespräch. Aha. Also doch irgendwelche Hintergedanken. Ich wusste es. Oh nein, fast hätte ich es vergessen. Ich wollte meinem Vater doch helfen und ein paar wilde Pokémon für ihn fangen. Okay. Dann, auf geht's. Also, ich meine, na, wir wollen Freunde werden? Dann komme ich doch einfach mal mit, oder? Bam, 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 bam. Darf ich da jetzt endlich raus? Da hat jemand geschrien. Das ist lustig. Zuerst, wenn ich kein Pokémon in der Hand habe, lässt du mich dort nicht raus. Vor allen Dingen, du kleines Kind, was, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt bist und keine Ahnung hast, wer ich bin und, na, einfach mal, nö, du darfst hier nicht rein. Du kommst da nicht rein. Und jetzt heißt es, pass mal auf, ich habe da jemanden schreien hören, der stirbt wahrscheinlich gerade ganz horrible und geh da mal lieber nachschauen, was da los ist. Ist ja nicht halb so gefährlich wie vorher. Oh ja, da schreit einer um Hilfe. Oh, 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 der Hund will ihm seinen Schwanz abbeißen.
Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Da, schau, seht ihr es? Er starrt die ganze Zeit auf den schwarzen Hund. Das ist krank. Okay, eine Beutel ist eine Pokébälle. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß was. Das ist irgendwie gruselig. Ich glaube, ich gehe wieder. Was? Was? Soll ich nicht... Ach, komm schon. Kannst du nicht irgendwie... Kannst du dem Hund nicht einen Tritt geben oder so? Komm, lass mich in Ruhe. Oh, come on. Ja, okay, gut. Wir helfen dir. Mal sehen, was da ist. Gagabor, Flamly, Hydropi. Ja gut, in dieser kurzen Entscheidungszeit müsste ich jetzt... Also, na, während ich hier entscheide, wird dem Typen der Schwanz abgebissen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir im Vornherein keine Gedanken gemacht, wen ich jetzt eigentlich nehme und wen ich nicht nehme. Ich habe nicht nachgeschaut, welches Pokémon da gut wäre. Normalerweise liebe ich meinen Pflanzenstarter am meisten. Flamly habe ich leider schon in X und Y gespielt. Da gab es ein besonderes Download-Flamly, was ich mega entwickeln konnte. Und Hydropi wäre ein sehr, sehr guter Starter-Typ, weil einfach Wasser und Boden, das ist einfach fantastisch. Also ich hätte dann gleich ein Surfer-Pokémon im Team mit einer Bodenfähigkeit. Das ist ziemlich stark. Und das Legendäre, was man später fangen kann, da wäre auch... Ach Gott. Nein, ich bleib mir treu. Ich werde Gagabor nehmen, auch wenn Hydropi die bessere Wahl wäre, meiner Meinung nach. Ich habe ja jetzt schon sehr coole Attacken, muss ich mal sagen. Ich glaube, ich fange mit Silberblick und Pfund an, weil, ja, das macht das Ganze stärker, es müsste schneller gehen.